damit wir in unserem Kleingruppentraining, wo maximal 3 Teilnehmer teilnehmen können, so individuell arbeiten können, fängt bei uns alles mit einem sehr, sehr individuellen Bewegungsassessment an. Da schauen wir erstmal, welche Voraussetzungen man mitbringt, welche Bewegungsvergangenheit man hatte, das heißt auch eventuelle Vorverletzungen, welche Proportionen man mitbringt, welche Bereiche, welche Gelenke, große Gelenkgruppen eher steif, eher locker sind, welche Segmente Beweglichkeit brauchen, welche Mobilität brauchen. Und dann geben wir in einem wirklich sehr individuellen, wir nennen das Ramp-Up-Programm, den Leuten an ihren jeweiligen Schwachstellen genau die Bewegungsvitamine, die sie brauchen, um später auch bei den großen Übungen, sei es jetzt Kniebeugen oder Kreuzheben oder Klimmzüge, auch Vollgas geben zu können. Und so ermöglicht uns dieses sehr, sehr ausgiebige Assessment, was wir mit jedem Neukunden machen, wirklich auch die gute, sichere Steuerung in einem Kleingruppentrainingskonzept, weil jeder Trainer, der hier arbeitet, über alle Prozesse Bescheid weiß, über alle Marotten des Trainees, über alle Stärken, Schwächen, Übungen, wo man so ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen muss. Und so können wir tatsächlich gewährleisten, dass wir eine gute Betreuungsqualität abliefern. Gleichzeitig nehmen wir natürlich auch nochmal im Kleingruppentraining die soziale Komponente mit, weil wir betreuen sehr viele Kunden, die früher ein Personal Training hatten, mittlerweile sich das allerdings nicht mehr vorstellen können, weil sie merken, sie kriegen im Kleingruppentraining genau dasselbe raus, sie kriegen die individuelle Anleitung, nehmen aber sehr wertschätzend diese soziale Komponente noch mit, wo sie zusätzliche Motivation und Freundschaften, Anreize schaffen, über die Bindung mit dem Trainer hinaus auch zum Training zu kommen, ihre Ziele zu erreichen, sich mit anderen zu messen. Das spornt natürlich nochmal ganz anders an.